ich bin hier zusammen mit Martin Bayer von Entergon im Rahmen meiner Interviewreihe zum Thema CRM und digitales Dialogmarketing auf der IT and Business. Aber kurz die Frage, wer ist Martin Bayer und was ist Entergon? Ja, Martin Bayer ist einer von zwei Geschäftsführern von Entergon. Entergon optimiert CRM-Systeme, das heißt, wir konzentrieren uns auf die Marketingprozesse im CRM, weil wir da heute immer noch Lücken sehen und integrieren Systeme wie Marketing Automation, Webanalyse, mobile Applikationen in die CRM-Welt, sodass der Kunde also auch wirklich Multi-Channel-Management betreiben kann. Ja, meine große Fragestellung für diese Interviewreihe ist natürlich, was ist der große Trend in diesem Thema? Sie haben ja jetzt eben schon ein paar Schlagworte raufgeschmissen, CRM und Marketing Automation und die Integration an der Stelle. Ist das der zentrale Trend, wo wir gerade stehen, wo die Unternehmen dran arbeiten? Es ist definitiv ein Trend, aber auch eine Sau, die wir eigentlich schon seit Ende der 90er durchs Dorf treiben, immer wieder in neuen Schläuchen sozusagen. Also das Thema, ich möchte One-to-One-Marketing betreiben. Also Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, die kennen Peppers und Rogers, die haben das One-to-One-Marketing erfunden Ende der 90er. Die CRM-Hersteller haben damals gesagt, sie können das alles. Dann gab es die Ernüchterungsphase und heute haben wir CRM-Hersteller, die in diese Richtung gehen, die auch schon in Richtung Drag-and-Drop-Kampagnenmanagement gehen. Wir haben aber auch sehr viele Standalone Marketing Automation Anbieter und es gilt natürlich, diese zwei Welten zusammenzubringen. Und das ist auch der Trend, dass wir das CRM-Systeme, Online-Marketing-Prozesse verstehen. Geht es los beim Permission Handling? Wie bilde ich sowas datenschutzkonform im CRM-System ab? Und dass ich heutzutage halt diese Technologien habe, dass ich in diesen Marketing-Automation-Modulen, ob jetzt innerhalb des CRM oder extern als Standalone-Lösung, meine Kampagnen ganz einfach konzipieren kann, vervielfältigen kann. Das sind die heutigen Trends. Das heißt, die Technik ist inzwischen da und die Unternehmen sind aber noch inzwischen auch noch sehr weit weg, um das überhaupt umzusetzen. Also das scheitert häufig schon am Content. Also es ist so ein Konglomerat momentan aus, ja, wie nutze ich die Technik für mich als Unternehmen und wenn ich es dann habe, wie setze ich es organisatorisch um, habe ich den Content? Also da bewegt sich momentan ganz viel im Unternehmen. Aber es sind ja, wenn wir die zwei Aspekte hernehmen, sozusagen das CRM-Thema und der Prozess dahinter und das Digital-Marketing-Thema und der Prozess dahinter sind ja zwei verschiedene Funnel-Aspekte. Auf der einen Seite geht es ja erstmal darum, überhaupt so einen anonymen Kunden zu identifizieren und auf der anderen Seite ihn dann nachher natürlich in diesen Sales-Funnel komplett reinzubringen. In der Regel, Sie sprachen vorhin von Peppers und Rogers, damals hat man in einem Datenmodell gedacht, über die Jahre haben sich dann doch zwei verschiedene Datenmodelle entwickelt und das ist ja heute das große Problem, ist das nicht so? Finde ich jetzt gar nicht. Also ich finde in der Tat, es sind zwei Funnel, aber es sind vielleicht einfach nur zwei Abschnitte in einem Gesamtfunnel. Also wir reden von Lead-Management vorneweg, natürlich von Lead-Generierung zuallererst, dann Lead-Management und dann kommt das Opportunity-Management. Und eigentlich muss ich beides hintereinander schalten. Nehme allein mal nur die Verantwortung über die Daten, die ich in diesen Systemen habe. Wer ist für diese Datenqualität zuständig, wenn ein Lead in diesen Lead-Management-Funnel reinkommt? Ja, das ist definitiv bei Marketing. Und sobald wir diesen Lead übergeben, ja, gibt es große Diskussionen immer zwischen Marketing und Vertrieb, wann wird ein Lead übergeben in den Sales-Bereich? Und wenn er dahin wandert, dann hat die Verantwortung wieder Sales. Nur ist es ja nie Einbahnstraße. Ich kann ja dann den Vertrieb, ich bekomme den Lead im Vertrieb und muss aber dann nach 3-4 Monaten entscheiden, der ist wieder zu weit weg von der Kaufentscheidung, also könnte ich ihn wieder zurückgeben ins Marketing, in den Lead-Management-Bereich. Das heißt, wir haben eine Interaktion zwischen diesen zwei Funneln und die könnten niemals parallel stehen, sondern die stehen in einer Reihe und es ändert sich nur die Verantwortung. Die organisatorische Herausforderung ist die eine Sache, aber dann halt wirklich auch diese Datenmanagement-Geschichte, die ich sehe, dass das Datenmodell ja bei den zwei Ansätzen sich über die Jahre sehr weit auseinander divergiert hat, halt auch wie sie gestrickt sind. Auf der einen Seite haben CRM ganz klar Lead getrieben, auf dem anderen oftmals eher IP getrieben. Da ist halt kein Lead sozusagen unterschiedliche IP-Adressen etc. haben, weil wir ja noch gar nicht wissen, wer dahinter steckt. Das erstmal zusammenzuführen, das ist erstmal eine ganz große
ein ganz großer Schritt, oder nicht? Ja, widerspricht sich jetzt aber auch überhaupt nicht, weil wir sind wieder, also ich bleibe bei dieser Idee, dass wir eigentlich einen gesamt zusammenhängenden Funnel haben. Und wenn wir dann eher so im Bereich Inbound-Marketing sind, und in der Tat, ich habe noch anonyme Website-Besucher, dann sind die einfach nur ganz oben in meinem Funnel, aber ich habe sie noch nicht identifiziert. Und dann geht es darum, diese Konvertierung hinzubekommen, und dann habe ich ein Profil. Ja, das heißt, wir sind einfach nur relativ weit oben in diesem Funnel. Und wir haben auch Kunden, wo dann die IT sagt, ich will diese Daten Gottes Willen nicht im CM haben. Ja, das sind also unsere Vertriebsdaten, und dann sehen wir zu viel. Darum geht es aber nicht. CRM ist dafür da, Silo-Denken zu durchbrechen, dass wir Daten zusammenführen. Und das ist das gleiche Prinzip wie dieses Funnel-Denken, dass ich dann aber auch alle Daten im CM brauche. Ich muss eben dann nur rechtetechnisch gewährleisten, dass der Vertrieb nicht alles sieht, sondern dass der die Verantwortung zu diesen Kontakten hat, auch nur das sieht. Sie würden also sagen, dass die Datenhaltung in Zukunft bei so einem integrierten Ansatz definitiv eher in der CRM-Logik später drin steckt und das Marketing Automation oder die ganzen Websysteme da nur dran gedockt sind? Ja, das ist jetzt genau diese Schwierigkeit, das ist die größte Challenge, weil ich hatte es vorhin schon gesagt, wir haben auf der CM-Seite Entwicklungen Richtung Marketing Automation und wir haben reine Marketing Automation Anbieter, und ich muss natürlich diese 360-Grad-Ansicht hinbekommen. Und wenn ich nur Marketing Automation mache, dann werde ich viel tiefer in die Tiefe gehen, was diese ganzen Funktionen anbetrifft, das Regelwerk, was ich dahinter legen kann, was auf der Kampagnenseite im CM so gar nicht abgebildet ist. Und da wird bei jedem Unternehmen, bei jeder Konstellation, welches CRM habe ich im Einsatz, bilde ich meine Kampagne komplett ab, habe ich noch ein separiertes Marketing Automation Tool. Es wird in jeder individuellen Situation eine andere Vorgehensweise haben, wo habe ich welche Datenbasis, wie muss ich aber stückchenweise etwas auf die andere Seite bringen, damit ich dann auch eine Gesamtentscheidung treffen kann. Ja, das ist sehr individuell. Welche Empfehlung geben Sie jetzt Kunden, wie sie sich diesem Thema nähern sollen? Gehen wir mal davon aus, es gibt natürlich eine gefestigte CRM-Konzeptstrategie auf der einen Seite, es gibt Websysteme auf der anderen Seite. Jetzt hat man da diese vage Vorstellung, das sollte man jetzt zusammenbringen. Ja, man ist sich bewusst, dass da Daten migriert oder konsolidiert werden sollen, aber wo fängt man da jetzt am besten an? Also ich sage mal, wenn man das als Strategie von ganz oben kommend für sich entschieden hat, dass man in diese Richtung geht, dann, so leid mir es tut, aber dann würde ich nicht mit diesen kleinen, billigen E-Mail-Marketing-Lösungen starten, sondern da muss schon eine Enterprise-Lösung her. Ich habe natürlich dann Integrationsleistungen, und ganz wichtig ist, Marketing Automation ist eine Reise, auf die man sich begibt. Das ist genau wie mit CRM. Das ist nicht ein Projekt, was heute beginnt und in 6 Monaten abgeschlossen ist. Ich fange damit an. Ich muss den Content generieren. Die Organisation muss dazulernen. Aber es wäre fatal. Ich fange mit einer kleinen Lösung an, integriere die und merke dann auf dieser Reise, in diesem Lernprozess nach 6 oder 8 Monaten, ja, jetzt bietet mir dieses externe Tool gar nicht mehr die Möglichkeiten, die ich eigentlich brauche, um diese Reise weiterzuführen. Also muss ich am Anfang auf eine Lösung, auf eine Integrationstiefe setzen, die unter Umständen zu dem, was ich am Anfang mache, überhaupt nicht passt. Aber wenn ich das von oben herab entscheide und sage, das ist langfristig die Ausrichtung, da wollen wir hin, dann muss ich so starten, damit ich dann nicht nach 6, 8, 10 Monaten oder nach 1, 2 Jahren nicht an die Limits stoße und sagen muss, ja, jetzt müssen wir alles doch nochmal auf ein anderes Tool setzen. Also man muss mittel- und langfristig denken, aber von Anfang an schon auf die richtigen Lösungen setzen. Prima. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.